großen Applaus möchte man empfangen werden. Hier ist der Mann Thomas Berthold. Bitte begrüßen! Ein Mensch, der uns unterstützt. Schön, schön, schön. Ihr wisst ja, dass der Speaker aus Ghana kommt. Ich bin ein großer Fan von den Ghanesen und von ihrer Nationalmannschaft. Also erstmal vielen Dank für den netten Begruß. Hallo Leute, ich grüße euch hier in Stuttgart. Ich bin hier genauso wie ihr, weil ich die Initiative Querdenken unterstütze. Und ich bin ebenfalls hier, damit diese Initiative eine andere mediale Plattform bekommt. Und ich kann euch eins versprechen, wenn in diesem Kontext mit mir ein Interview geführt wird, wird das vorher gegengelesen, bevor es autorisiert wird. Ich komme jetzt aus Frankfurt, da haben wir leider nicht so eine Demokultur wie hier in Stuttgart und habe festgestellt in den letzten 5 Monaten, dass meine Nachbarn Angst haben. Die haben die 4 Monate eingeschlossen, die Kinder eingeschlossen und das besorgt mich und das muss aufhören. Ich sehe in unserer Gesellschaft kein Dialog mehr, sondern mehr Spaltung. Und auch das muss aufhören. Mein Vertrauen in diese politische Führung unseres Landes ist bei mir unter Null angekommen mittlerweile. Weil wir hier Spekulationen von 1, 2 Wissenschaftlern oder Vertretern des RKI besudelt werden und unser Leben eingeschränkt wird. Ich möchte, dass wir unser altes Leben wieder zurückbekommen. Und da ich 20 Jahre meines Lebens mit der Mikrobiologie zu tun hatte, möchte ich euch 2 Geschichten erzählen aus meinem Leben als ehemaliger Sportler. Ich hatte 1988 eine biologische Infektion, die hieß damals Brucellose, wurde übertragen durch Milchprodukte. Mit dem Ergebnis, dass es mir schlecht ging, aber ich habe die ganze Sache überlebt. Und ich habe die ganze Sache auch überlebt, weil ich angstfrei bin. Wir müssen wieder dazu kommen, angstfrei zu leben. Wir müssen auch dazu kommen, selbstbestimmt zu leben. Jeder von euch kann selbst entscheiden, ob er eine Maske aufzieht oder die Maske zu Hause lässt. Und das zweite Erlebnis, was ich hatte, das war vor 15 Jahren. Da ist mein Immunsystem fast ausgefallen. Da lag ich 5 Tage in einem städtischen Krankenhaus, bis meine Frau, die heute auch hier ist, mich nach Hause geholt hat. Und durch Alternativmedizin bin ich wieder auf Vordermann gebracht worden. In der Nachbetrachtung kam raus, dass diese Infektion wahrscheinlich mit einer Gelbfieberimpfung zu tun hatte, die vor 4, 5 Jahren davor ausgeführt wurde und nicht ganz ausgeleitet worden ist von meinem System. Von daher, Leute, passt auf, was ihr einnehmt und was ihr einwerft. Und passt auf eure Kinder auf. Die große Frage, die sich natürlich stellt in dem Gesamtkontext, was können wir in einer demokratischen Gesellschaft machen? Es ist wichtig, dass ihr hier Präsenz zeigt. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass medial jetzt permanent über alle Kanäle dieses System, was meiner Meinung nach im Endeffekt vor dem Ende steht, penetriert wird. Und zwar penetriert wird mit Informationen. Applaus
Wir brauchen Informationen von Wissenschaftlern, die eine Expertise haben. Wir brauchen keine Politiker, die mit halbgebildetem medizinischem Wissen in Talkshows sitzen und uns Binsenweisheiten mitteilen. Ich frage mich nur, im nächsten Jahr stehen Wahlen an. Wen wollen wir wählen? Ich sehe da überhaupt niemanden, den wir wählen können. Und die große Frage ist aber, was können wir machen? Vielleicht braucht es eine neue Partei mit Menschen, die für Menschen da sind. Denn ich habe so den Eindruck, dass bei vielen Politikern die oberste Prämisse, dem Volk zu dienen, völlig verloren gegangen ist. So, ihr Lieben, ich habe jetzt, glaube ich, genug geredet. Bleibt alle gesund, bleibt dran. Wir müssen alle dranbleiben. Das ist noch nicht vorbei. Das wird noch ein langer, langer Weg sein, bis wir unsere alte Freiheit wieder haben. Also dann, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir sehen uns alle in Berlin.